Jetzt muss das nur fertig geschweißt werden. So, Naniten, auf geht's. Da ist Arbeit. Fliegt mal mit euren kleinen Bimseldingern hierher. Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren spannenden Runde Let's Play Space Engineers. Und heute fangen wir mal mit was ganz Speziellem an. Und zwar, jetzt muss ich ganz kurz, dass ich den Namen McQuibin 910 hatte gefragt oder hatte eine Frage dazu mit Oxygen Tanks. Er hat ein kleines Schiff, ein Oxygen Schiff, was keinen Generator hat, so wie ich es verstanden habe. Und er möchte quasi das Schiff an seine Basis andocken und eigentlich, dass die Tanks von dem einen ihm die Luft quasi in sein Schiff pumpen, aber ohne die Generatoren zu verwenden. So, jetzt habe ich natürlich gerade wieder nicht auf den G-Knopf gedrückt, was aber kein Problem ist. Das machen wir jetzt einfach dann hier à la minute. So, was brauchen wir alles? Ein VB. Verbinden, nein, stopp, den machen wir auch, aber erstmal ein Förderband. So, das packen wir uns mal hier hin. Dann brauchen wir einen Sauerstoffgenerator. Warum, wieso, das zeige ich gleich. Und einen Sauerstofftank. So. Okay. Gut, jetzt die 8. Damit setze ich erstmal ein Förderband. So, das kommt mal hier ran. Das müssen wir hier alles, bauen wir hier alles wieder ab. So, jetzt kommt der Sauerstofftank. Der kommt jetzt mal auf diese Seite. So, und der Generator. So rum. Generator kommt jetzt mal hier drauf. Genau, genau, genau. So, dann holen wir mal ein bisschen Eis. Eis, Eis, Eis. Mal gucken, ob wir hier ran. Ne, da kommen wir nicht ran an Eis. Hier kommen wir ran an Eis. Ne, kommen wir auch nicht ran an Eis. Da müssen wir was von hinten hier machen. Irgendwo hatte ich doch hier einen Zugang. Genau. Wo war denn das? Das Ding hier. So. Eis. Wir brauchen Eis. Mal gucken, ob ich noch genug Essen und Trinken habe. Habe ich, ja. Eis. So. Das hier mal rüber. So, jetzt darf der auch hier auch fertig gebaut werden. Und was wir natürlich noch brauchen hier, ein Verbinder. Ein Verbinder. Der kommt jetzt hier ran. So, und was ist mit dir jetzt hier? Warum wirst du nicht fertig gebaut? So, Stahlrohr groß und Computer. Den kann ich nämlich schon mal anfangen zu produzieren. Stahlrohr groß und Computer. Stahlrohr groß und Computer. So, haben wir alles. Okay, so. Er ist fertig. Da. So, jetzt das Eis da rein. Okay. Und jetzt noch der Sauerstofftank. Da brauchen wir natürlich auch wieder Stahlrohr groß. Meine Güte, diese Stahlrohre ist ja furchtbar. 32 Stück. Stahlrohr. So. Nehmen wir 40 mit. Das sollte passen. Und dann soll er ihn erstmal voll machen hier. So. Kann es sein, dass sie das Design ein bisschen angepasst haben? Es sieht sehr schick aus. So. Und jetzt darfst du hier gerne mal Sauerstoff.
wir nennen es mal Tank. Oxygen. So, was mit dir? Du. Da fehlt uns natürlich wieder Computer. So, wir gucken mal. Weil wenn du hier keinen Zugriff drauf hast, ist furchtbar. So. Sauerstofftank. Nee. Wir machen es jetzt mal ganz einfach. Okay. Und hoffen, dass er nicht bis dahin fertig gebaut wird. So. Sauerstofftank. Da ist er. Sauerstofftank. Tank. Test. Sauerstoff. So. Okay. Der wird jetzt gefüllt. Ich hoffe, dass das Eis darin ausreicht. Ich weiß gar nicht, wie viel Eis wir jetzt haben. 6,57. Okay, und jetzt bauen wir mal ganz fix ein ganz kleines Raumschiff. Dafür brauchen wir hier die leichte Panzerung. Okay, so. Zack, 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 zack. Okay. Hier hin. So. Das wird ein großes Raumschiff, ist aber egal. Ist vollkommen egal, vollkommen Latte. So, wir brauchen einen Flugsitz. Ja, welches nehmen wir denn jetzt hier? Den wir da schon drin haben in der Anleitung. So, Flugsitz. Okay. Gut, dann brauchen wir ein Reaktor. Ja, da wird ja wohl ein 10er reichen, ne? Oh. Der nimmt schon die ganze Station ein, das ganze Raumschiff Größe ein. Oder die Waldfee. Haben wir noch kleine Reaktoren? Reaktoren. Arc-Reaktor. Ja. So. Die 9. Okay. So, sollte ja auch einer ausreichen. Ich hoffe, dass wir noch ein bisschen Uran haben. Gut, dann kommt Sauerstoff hier dran. Ein Sauerstofftank. Wir machen es erstmal nur mit einem. Das sollte dann vollkommen ausreichen. So, und dann kommt hier der Verbinder dran. Weiß nicht, ob wir den jetzt hier so rankriegen. Doch, kriegen wir ran. Gut, und dann brauchen wir noch Düsen. Und wir brauchen noch ein Gyroskop. Und wir brauchen noch Thruster. So, da reichen die kleinen aus. Large. Wo sind denn hier diese ganz normalen, einfachen, small, nee, nicht Hydrogen. Level 1 Thruster. Level 4 Thruster. Nehmen wir Level 4 Thruster. Ist doch egal. So. Wir machen einen nach unten. Also erstmal einen nach vorn. Einen nach hinten. Einen nach unten. Einen nach rechts. Einen nach links. Das geht ja zum Glück relativ schnell. Und dann brauchen wir noch einen, der nach oben geht. So. Ja, das Design ist jetzt erstmal vollkommen Latte. Gut, so, wir haben das. Und jetzt brauchen wir noch das Gyroskop.
Das ist ja nur zum Testzwecken. So, der wird hier gut gefüllt. Der ist schon bei 2. Der dürfte dann natürlich nichts haben. Und jetzt muss das nur fertig geschweißt werden. So, Naniten, auf geht's. Da ist Arbeit. Fliegt mal mit euren kleinen Bimseldingern hierher. Alter, guckt ihr mal an, was hier noch an Ressourcen drin ist. Die sind alle noch voll. Da war ja die Leiche neulich ein bisschen farm und bestimmt alles noch Stein. So, Anzeige, Computer. So, wir können mal gleich gucken, ob wir noch ein bisschen Uran haben. So, hier mal hin. Uran. Uran, Uran, Uran. So, das wird aber nicht ausreichen. Hier haben wir noch was, hier haben wir noch was, hier haben wir noch was. Die sind jetzt auch in Farbe. Ich finde das super, wenn die in Farbe sind. Das macht das Ganze gleich ein bisschen Uran-barren. So, das da rein und hier. So, sehr schön. So, Uran haben wir. Jetzt brauchen wir noch Komponenten. Wir nehmen mal hiervon mal mit. Hiervon mal 100, hiervon mal 100. Davon haben wir noch. Stahlrohr klein nehmen wir mal 100 mit. Stahlplatten haben wir auch keine mehr. Nehmen wir auch mal 100 von mit. Ja, und dann gucken wir mal Triebwerkskomponenten, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, was hier noch so fehlt alles. Anzeige, genau. Da ist der Sauerstofftank, der ist fertig. Gyroskop, da fehlen uns noch mehr Stahlplatten. Stahlplatten, Stahlplatten, Stahlplatten. So, Advanced Thruster Module. Okay, Stahlplatten. Die holen wir uns gleich hier wieder raus. So. Stahlplatten. Nehmen wir uns davon nochmal 10 mit. So, jetzt. 964 haben wir erstmal voll gekloppt. So, das sieht doch jetzt hier schon fertig aus. Das sieht noch nicht fertig aus. Das Ding ist schon fertig. Herstellungskomponenten. Herstellungskomponenten. So, Stahlplatten, Stahlplatten. Okay, okay, okay. Und er möchte natürlich, also, die Dinger sollen ja auffüllen, nicht die Dinger, weil es relativ lange dauert, ihr seht ihr ja schon. Der ist erst bei 2%, jetzt kann natürlich auch sein, dass hier unser Eis alle ist. Ja, das hätte ich ja auch mal wissen können. Oder nicht wissen können. Gut, wir brauchen noch ein bisschen Eis. Eis, Eis, Eis. So. Eis. 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 Okay. Gut, 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 gut. So, dann Eis hier rein. Und dann kann er jetzt erstmal weiter produzieren. So, was fehlt dir denn jetzt hier noch? Sieht doch alles schon ganz, ganz, ganz gut aus, ganz schick aus. Herstellungskomponenten. Herstellungskomponenten, gut, holen wir mal ein paar Herstellungskomponenten. Herstellungskomponenten. So, die sollten jetzt aber ausreichen. Vor allem, wir haben ja alles. Da frage ich mich, warum der Nintenfabrik da so ein Problem macht. So. Herstellungskomponenten, Herstellungskomponenten. So, da sind wir mit durch. Hier nur noch hier unten die Herstellungskomponenten ran.
Rohrs brauchen wir auch noch. 50 Stück. Und Computer brauchen wir eine Menge. So, Stahlrohr groß. 50 Stück. So, die Stahlrohr groß. 50 Stück. Und Computer, so viel wie geht. Das brauchen wir nicht mehr. 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 Das und das. Dann nehmen wir lieber noch mehr Computer mit. So, dann. Fertig. Fertig. Das sind, die sind aufgefüllt. So, Metallgerüst und Reaktorkomponenten. So, jetzt hier mal runter. Und dann natürlich noch die Advanced Thruster Module. So. So, Metallgerüst 25. Das heißt, 5 Stück, 4 sind 100, 125. Ich weiß gar nicht, ob wir so viel transportieren können. Metallgerüst. So, das mal raus. Das mal raus. Okay, 300 irgendwas. Passt. Passt, wackelt 100 Luft. So, das hier hin. Der ist fertig. Da fehlen uns auch 100 Reaktorkomponenten. So, das Ding ist dann auch fertig. Das Ding ist dann auch fertig. Da hat er zum Glück schon die Superconductor und die Advanced Thruster Module schon alleine reingemacht. Besser könnte es gar nicht gehen. So, das Ding ist fertig und hier hinten, und da müsste man durch sein, nur noch die 100 Reaktorkomponenten. Okay. Angeschweißt. Und hier ist der Reaktor, der ist fertig. So. Dann Zugriff. Und rein. Läuft, wackelt und hat Luft. So, jetzt sehen wir, das Ding ist voll. Ich lade mal ganz kurz hier den. Was ist denn das hier? Was ist denn das? Ach, das war die Rakete. Ah, verstehe. So, die nehmen wir mal raus. Das ist die Rakete. Sehr schön, dann ist die auch fast abgebaut. So. Dann hier Komponenten. So, und dann kann das da rein, das da rein, das da rein. Okay. So, wie wir sehen, das Ding hier ist jetzt voll. Jetzt werden wir das Eis hier mal nehmen. Das Ding ausschalten und auch abschweißen. So, das heißt, da ist jetzt Sauerstoff drin, komplett gefüllt. Und hier ist kein Sauerstoff drin. So, wir schweißen jetzt mal das Ding hier ab. Und dann müsste mein Schiff auch fliegen. So, hier mal rein. Ja, ist okay. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber das ist ja egal. So. Ist ein bisschen überladen natürlich mit. Oh. Ups. So, jetzt kommt der ultimative Test. Und dann sind wir auch schon am Ende der Folge. Und wäre das jetzt gemein, wenn ich genau jetzt die Folge beenden würde? Also wir haben Treibstoff für 2890 Jahre. Ich meine, es wartet jetzt jeder darauf, dass ich hier andocke, um zu sehen, wie das mit den... Ja komm, das machen wir noch. Dann ist die Folge dann vorbei. So. Und parken. So. Und theoretisch funktioniert es jetzt nicht. So, Tank. Tank, Test Sauerstoff. So,
wenn wir den auf Vorrat stellen, passiert nichts. Okay, und meinen eigenen Tank, Sauerstofftank, Vorrat an. Vorrat aus. Vorrat an. So, jetzt seht ihr, er wird jetzt voll, aber er läuft von einem Oxygen-Tank zum anderen. So, und hier ist Vorrat aus. Automatisch füllen, das bringt nichts. Also. Oh. Doppelknopf gedrückt. Gut. Jetzt passiert Folgendes. Der Sauerstoff da wird da rausgeholt und hier reingetan. Also es funktioniert. Und ich habe ja auch nirgendwo hier jetzt einen Anschluss an unseren Sauerstoffgenerator. Also ich hoffe, dass ich damit deine Frage beantworten konnte. Und jetzt ist der hier auf Vorrat gestellt. Und es ging ja jetzt relativ schnell. Das hat ja nur ein paar Sekunden gedauert. Und ich habe keinen Generator dran. Keinen Sauerstoffgenerator. Was ich dir aber noch empfehlen würde, wenn du sowieso ein Sauerstoffschiff hast, bau dir doch einfach noch Sauerstofffarm ran. Dann lädt er immer, wenn er in der Sonne ist, sowieso auf. Aber jetzt hast du hier dein Sauerstoffschiff. So, jetzt können wir hier auch ganz normal wieder abdocken. So, gelöst. Und haben wir den Sauerstoff dran. Und das Ding ist leer. Dann müsste man da ein neues Sauerstoffding ranmachen und... Ja. Im Prinzip, so hatte ich mir das gedacht. Ich hoffe, ich konnte deine Frage damit beantworten. Ich hoffe es. Aber mit einem Reaktor sind die T4 Thrusters eindeutig überfordert. Das ist aber nicht so wild. Das ist nicht so wild. Das war, wie gesagt, nur zu Testzwecken. Die Frage ist, was ich jetzt mit dem Schiff hier mache. Ich meine, ich kann es jetzt hier so stehen lassen. Machen wir es als Sauerstoffschiff. Könnt es ja... Doof ist nur, wenn die Station anfängt, sich zu drehen, ist dann das Ding hier wahrscheinlich geplatzt. Oh. Ja, ist natürlich doof, dass das so kurz ist. Ansonsten können wir es auch einfach mal da andocken, angedockt lassen. Das müsste ich mal hier einmal kurz richtig stellen. So. Und das gleiche müsste theoretisch auch mit Hydrogen gehen. Ich habe es jetzt nicht mit Hydrogen getestet, aber... So, jetzt wollen wir hier mal wieder ran. So, das ist die richtige Höhe. Da ein bisschen... Zack. Oh, der reagiert auch super easy auf jede kleinste Bewegung. Ist natürlich keine Masse dran, ne? Deswegen ist klar. So... Okay. Komm, taxier dich mal aus. Nein, 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 nein. So. Okay, lass mal kurz ein bisschen auswimmeln hier. Steht da. Und angedockt. Gut. Ich mache mich erstmal wieder in mein Häuschen. Ich muss die Folge noch schnell rendern. Es ist jetzt quasi 1:43, bevor die Folge rauskommt. Deswegen, ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen wieder. Und ciao. Und ciao.